Schöne Zwei-Zimmer-Wohnung, Berlin-Neukölln, neben Tempelhofer Feld. Zweier-WG tauglich. Schönes Dielen- und Garderobenbereich. Beide Wohnzimmer, auch mit Dielen-Fußboden. Kurzer Dielen- und Garderobenbereich. Ruhe Seidenstraße. Fang gleich erstmal in der Wohnküche an mit Spüle und E-Herd. Großer Essbereich. Hier rechts haben wir den E-Herd mit Fliesenspiegel und Backofen natürlich. Dann haben wir den hinteren Bereich mit Spüle gegenüber Essbereich. Spüle natürlich auch mit Fliesenspiegel. Es kommt auch die Sonne ein bisschen raus. Blick fensterseitig. Essbereich und zum E-Herd. Danach geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich mit Dielenfußboden. Gehen wir links ins etwas größere Zimmer mit Südbalkon, Ost-Südbalkon. Da sieht man die Sonne ein bisschen rauskommen. Nachdem es 3 Tage geregnet hat in Berlin, ist das ja schon mal positiv. Dann haben wir hier Dielenfußboden. Unter einer Decke haben wir einen schönen Stuck. Blick fensterseitig Richtung großen Zimmer mit Ost-Süd-Balkon. Blick auf den Balkon aus dem Zimmer. Wie gesagt, Sonne kommt auch gerade raus. Haben wir die Sonne heute.
Das ist jetzt schon die Ost- und Südseite. Es kommt natürlich auch auf die Jahreszeit drauf an. Stehen natürlich ganz tief noch im Winter. Blick vom Balkon ins größere Zimmer. Schöner Dielenfußboden abgezogen. Tolles großes Zimmer mit Stuck und Dielenfußboden. Dann geht's zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Zweite Zimmer. Auch mit Dielenfußboden. Natürlich auch an der Decke wieder mit Stuck. Blick fensterseitig ins etwas kleinere Zimmer. Aber Sie haben ja gehört, Fenster ist offen, ruhige Seitenstraße, aber es ist gerade Mittagsverkehr. Geht zurück zum Dielen im Garderobenbereich. Jetzt fehlt das Wichtigste noch, das Wannenbad mit großen Fenstern. Handwaschbecken mit Ablage. Hinterm Handwaschbecken Vorhänge-WC und Waschmaschinenanschluss. Vorhänge-WC, Waschmaschinenanschluss dahinter und Handtuchheizkörper natürlich. Haben wir den Anschluss für die Waschmaschine. Blickfensterseitig rechts der Handtuchheizkörper. Schönes neues Wannenbad.
Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich mit Dielenfußboden. Und dann beenden wir die heutige Wohnungsbesichtigung für die Zwei-Zimmer-Wohnung im großen Zimmer mit Balkon. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag, schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal.